Der Norden. Schon seit jeher bin ich davon fasziniert. Saftige Wälder, grünes Gras im Süden, ein paar wilde Nordheimer, Schnee im Norden und Arthas, der Lichtkönig. Sorry, falsches Spiel. Herzlich willkommen zur dritten Episode unseres Grognak-Abenteuers. Falls noch nicht getan, schaut euch unbedingt die ersten beiden Folgen an und gebt allen Videos natürlich ein Like und schreibt einen Kommentar. Jede noch so kleine Interaktion zählt und ich sage bereits jetzt vielen Dank für eure Unterstützung, meine Lieben. Ein besonderes Dankeschön geht natürlich auch raus an diejenigen Barbaren, die diesen Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Vielen Dank. Nun geht es aber weiter. Der hohe Norden wartet auf uns, die ehemalige Heimat von Grognak, dem Barbaren, der, wie wir wissen, halb Nordheimer, halb hässlicher Ogerorg ist. Und nach einigem melancholischem Blödschauen in die Ferne wurde auch schon ein Weg ausgetüftelt, wie wir dahin kommen sollen. Es geht kreuz und quer über die Map, dann links, dann rechts und irgendwann sind wir im Norden. Ganz einfach, oder? Doch alles Schritt für Schritt. Wir legen los, springen über Stock und Stein und endlich geht's auch mal wieder ins Wasser, um den eiskalten Ogerschweiß loszuwerden. Huda! Ungefähr bei 20% des Weges treffen wir auf eine riesige Struktur, die Ruinen von Acheron, ein Mod-Dungeon, den wir später bestimmt noch besuchen werden. Davor ein alter Bekannter, das leuchtende Fliegeviech. Erneut ziehe ich meine Äxte und möchte mich todesmutig in den Kampf stürzen. Und erneut flieht das Vieh aus Angst. Schade. Aber eines Tages kriege ich dich, Mistvieh. Wir ziehen weiter und jetzt erwartet uns der erste echte Gegner, eine Spinne. Zäh wie Omas Fleischeintopf-Surprise, aber natürlich kein Problem für unsere Äxte. Nur wenige Meter weiter ein Mithra-Schrein, Mithras Gleichmut. Die Gläubigen, inklusive einer Saatpriesterin, warum auch immer, attackieren uns und bezahlen ihren Wagemut mit dem Leben. Merkt euch, Kinder, wer Ymir nicht verehrt, ist des Lebens nicht wert. Zusätzlich zur Beute unserer besiegten Feinde finden wir das Tagebuch eines Priesters. Funcom hat da was ganz Tolles verfasst und natürlich möchte ich dieses Stück Geschichte mit euch teilen und fasse dementsprechend zusammen, um was es darin geht. Der Tagebucheintrag stammt von einem jungen Adligen namens Arno, der ein bisschen zu viel gesoffen hat und dementsprechend vom wütenden Vater in ein Kloster gesteckt wurde. Dort liest er etwas über einen legendären Barbaren namens Grognak, der sich erst zum König der Vangul erhob, indem er den alten Overlord Bösimek Böse den Kopf abtrennte und später sogar zum Kaiser der Exiled Lands wurde, als er den Lichtkönig Arthas vom Thron stieß. Verdammt, schon wieder das falsche Spiel. Was habe ich heute nur die ganze Zeit mit World of Warcraft? Ein bisschen Eisen um die Ecke mitgenommen und dann steuern wir auch schon auf die nächste Struktur zu, die Arena. Davor stehen ein paar Elfen, die ich aufgrund ihrer Rasse nicht einmal mit einer standesgemäßen Begrüßung bedenke. Pfui, Elfen. Dennoch fällt mir ein, dass wir vielleicht mal ein bisschen unseren Weg absichern sollten, deswegen baue ich eine Faserbettstadt. Aus der Ferne, nicht weit von hier, entdecken wir ein riesiges steinernes Schiff, die Schwarze Galeone. In dieser Gegend ist echt einiges los. Auf dem Weg dahin werden wir von Piraten mit Ahoi begrüßt. Wir ahoien zurück, indem wir sie einen Kopf kürzer machen. Ahoi there! Nach dem ganzen Ahoi habe ich Lust, die Marinekameraden ein wenig weiter zu ärgern, also klettere ich von unten in die Galeone, um wertvolle Schätze zu stehlen, werde aber entdeckt. Da alle Verbannten außer Grognak zu doof zum Klettern sind, bleibt es bei einem hart umkämpften Anstar-Contest, den ich gewinne.
Oben entdecke ich eine Leiche mit Notiz und Truhe, die ich aber nicht öffnen kann, da ich noch nicht brauen kann. Schnaps drin, ja, braun, nein. Nun ja, später vielleicht. Ebenfalls oben befindet sich aber noch eine kleine Kiste mit Beute. Wir klettern wieder nach unten, gewinnen erneut den Staring Contest und entschließen uns dazu, die Nacht auf Reisen zu verbringen, damit wir keine Zeit verlieren. Gefühlt sind die Nächte in den Exiled Lands echt dunkler geworden. Umso besser aber für uns, denn so können wir bereits aus der Entfernung potenzielle Gegner erkennen. In diesem Fall aber nur einen anderen Barbaren, der uns an die Wäsche will. Hallo, du heißer Barbar. Was machst du denn hier? Bock auf ein bisschen. Du weißt schon? Ich verneine standesgemäß, trinke ein Bier und setze meinen Weg fort. Keine Zeit für Geschlechtsakte, Freunde. Die Heimat wartet. Der Rest des Weges verläuft relativ ereignislos. Wir beklauen ein paar Stormhold-Recken, die offensichtlich einen Fetisch für Räder der Schmerzen haben, und stoßen vor bis zur Grenze. Hier verabschieden wir uns selbstverständlich standesgemäß von der Wüste und preschen bis zur Bresche vor. Jetzt heißt es erst einmal die neue Gegend erkunden. Wir schwimmen ein bisschen, schauen uns um und machen Bekanntschaft mit den neuen Nachbarn. Ich vergesse sie standesgemäß zu begrüßen, deswegen kommt es zum Gefecht. For the North! Für ihren außergewöhnlichen Einsatz entschließe ich mich dazu, ihr Leben zu verschonen und ihren schönen Strand nicht zuzubauen, sondern woanders meine Basis zu errichten. Um diesen Akt der Wohlgesonnenheit wieder gut zu machen, töte ich einen Wolf. Und da stehe ich nun, vor den Trümmern meiner alten Heimat. Aber wie heißt es so schön? Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Wir ziehen los, es wollen Wälder gefällt und Steine verkloppt werden. Sag mal, spinnst du jetzt vollkommen? Hip-Hop in Conan Exiled? Mach jetzt mal eine gescheite Mucke hier an. Naja, statt Hip-Hop habe ich mich eher für einen kleinen Zeitraffer entschieden, indem ich meine erste Hütte aufbaue. Ein wunderschöner Würfel, wohlgeformt, und wer genau hinschaut, wird sich wohl fragen, warum ich mir 10 Durchgänge gebaut habe. Ja, das weiß ich selbst nicht so recht. Auf jeden Fall ist das Ganze aus Holz gebaut. Keine Ahnung, welche Mod das ist, aber ist aus Holz. Ja, passt auch, finde ich, ganz gut zum Norden. Und viel Spaß mit dem restlichen Zeitraffer. Gleich geht's weiter. Als ich nach Beendigung des Baus übrigens insgesamt so ganz zufrieden davor stand, dachte ich an einen bestimmten Kommentar, der vor kurzem unter einem Video verfasst wurde, in dem ich eigentlich über meine Lieblingsbasis-Spots in Conan Exiles sprach und in dem für ein paar Sekunden mein damals noch nicht fertiges Haus gezeigt wurde. Eigentlich haben Zwerge ja bei mir nichts zu melden, diese kleinen, ständig besoffenen Kartoffelnasen. Bah, ich hasse Zwerge fast genauso wie die Elfen. Aber natürlich ist mir jeder Zuschauer wichtig. Dementsprechend, lieber Dvalin vom einsamen Berge, für dich lege ich doch glatt nochmal eine Sonderschicht ein und baue nur für dich ein nicht würfelförmiges Haus.
Für diejenigen, denen das jetzt zu schnell ging, habe ich nochmal eine kleine Sonderhaustour aufgenommen. Ja, das ist unser kleiner Vorplatz mit Werkbänken. Hier habe ich, das habe ich glaube ich offscreen gemacht, hier noch eine Fischfalle hingesetzt, damit wir ein paar Fischis bekommen für Öl und so. Dann, hier ist das Haus. Ja, fertig. Das ist die Haustour. Ein wunderschönes Haus für unseren lieben Barbaren. Darauf kann man aufbauen, finde ich. Und lieber Dwalin, nur für dich. Na, gucke mal. Hier. Kein Würfel. Oh, toll, oder? Wahnsinn. Ja, meine Lieben, das war's aber jetzt auch schon wieder mit dieser Folge von Grognaks Abenteuer. Es wird weitergehen. Wir werden noch wahnsinnig tolle Sachen erleben und ich kann euch jetzt schon sagen, die nächste Folge, die wird wieder sehr, sehr spannend werden, denn jetzt geht es erstmal darum, dass wir uns so ein paar Leute vielleicht knüppeln oder so. Mal gucken, was wir anstellen. Aber das soll es gewesen sein. Recht herzlichen Dank, wenn ihr dieses Video geliked und kommentiert habt. Recht herzlichen Dank nochmals an alle Kanalmitglieder und natürlich auch danke an alle Abonnenten. Hi, liebe Abonnenten, ihr seid toll. Macht's gut, meine Lieben. Ciao.